Moini, da bin ich wieder mit einer Runde Dead by Daylight und ich spiele Michaela Reed und zwar ausschließlich mit Boon-Totems. Ich bin gespannt, ich wollte es mal ausprobieren, wie das so funktioniert, ob das hilfreich ist oder nicht. Okay, hier war bisher kein Totem. Hier ist ein Totem. Kein Undying, also kein Unsterblich, sonst hätte ich da schon eine Benachrichtigung gekriegt. Wir haben Terrorradius. Ein Demo-Hundi. Super. Das Totem hier ist super stark. Ich habe die drei Totems dabei. Bist du jetzt hier runter? Wow, den kriege ich jetzt. Schade. Ich habe Kreis der Heilung dabei. Zack. Damit kann sich jeder im Umkreis des Totems hier selbst heilen. Kannst du bitte weggehen? Ich brauche ein bisschen Platz, danke. Okay. Schattenschritt. Damit habe ich keine Kratzspuren hier, wo das Totem ist in dem Umkreis. 24 Meter hat das Totem an Umkreis. Und außerdem Boon, also Segen, Exponential. Das ist von Jonah, nicht von der kleinen Hexe. Und das macht, dass ich unendlich oft und auch alle anderen unendlich oft hier aufstehen können. An der Stelle ist es ultra stark. Er hat Ruin dabei. Das heißt, ich setze mich mal in den Gender in der Ecke und zimmer da mal mein einzigartiges Ding-Dong dabei rein. Oh, ohne Skill-Checks. Treffen offensichtlich, ja. So sieht das dann aus, wenn man das ganz Profi-like macht. Ich habe die Aufgabe im Rift, fünf Werkzeugkisten vollständig aufzubrauchen. Und weil ich nur mit drei Totems spiele und es darauf hinauslaufen könnte, dass ich ohne Totems, also ohne Perks spiele, habe ich mir so einen Koffer mit einem einzigartigen Ding-Dong mitgenommen. Ja, in der Hoffnung, dass es ein bisschen hilft, den Gen-Speed auch aufrechtzuerhalten, wenn ich die ganze Zeit Totems suche, weil mein Totem wieder ausgetreten wurde. Wenn es stehen bleibt, ist es super stark. Und wenn er es austritt, habe ich auf einen Puster gar keinen Perk mehr dabei. Und das wäre schon auch. Ja, es wäre auch okay, weil so läuft es nun mal, ne? Das ist die Gefahr, wenn man mit den Totems, mit den Boon-Totems spielt. Aber wie gesagt, hier kann er meine Aura nicht wahrnehmen, er kann keine Kratzspuren hier wahrnehmen. Wenn man hier geslackt wird, kann man einfach wieder aufstehen und man kann sich selber wieder heilen. Und an dem Spot, wo das ist, ist es super stark. Ich hoffe auf noch eine Kiste, das ist ein Medikit. Ich behalte meine Kiste. Heieieiei, was ist denn da los? Hier oben, der Gen. Ich mach mal den Gen hier oben. Also, wenn du hier hinkriechst, kann ich dich hochheilen. Ihr könntet euch hier alles lagen lassen. Das wäre ultra nice. Macht ihr aber nicht, ja? Hat er wirklich Ruin? Ja. Okay, er hebt sie jetzt auch auf. Ja, ich wollte es mal testen, nur mit Boon-Totems zu spielen. Habe ich noch gar nicht gemacht. Und meine Teammates sind gut am Taschenlampe klickern und auch benutzen tatsächlich. Das heißt, ich muss hier den Gen-Speed aufrechterhalten, weil die da alle rumtanzen und den armen Demo-Hundi das Gürkchen ärgern. Rennen dem alle hinterher, ne? Der tut mir ein bisschen leid. Aber die abusen hier das Gebäude nicht. Das könnten sie total gut machen. Hat der Tüftler? Ich habe kein rotes Licht gesehen, aber ich bin hier auch in einem blauen Lichtkreis. Ist dann immer schwierig. Tüftler auf dem Demo-Hundi ist auch super stark.
gerade mit Ruin zusammen. Ich glaube, es ist Tüftler. Ich bin mir nicht so sicher. Ja, jetzt sehe ich den roten Fleck. So, ihr könnt euch ja alle selber hier heilen, in meinem Totem. Ich guck mal die Spots eben einmal durch, dass ich Ruin finde. Weil gerade mit so einer Sabo-Crew könnte das schwierig werden. Okay, ich zerstöre es mal. Weil die ja alle was Besseres zu tun haben, als eventuell Generatoren zu machen. Zwei Taschenlampen am Start. Und hier ist auch manchmal eins, das ist richtig doof versteckt. Dann hier drin. Nein. Dann hier in der Ecke. Nein. Na, wird schwierig. Ich weiß nicht, ob ich es finde. Die sind hier manchmal so richtig fies versteckt in den Gebüschen. Gebüsche. Aber machen wir mal. Er hat sich wegkrabbeln lassen. Da könnte noch ein Totem sein, da ist noch ein Spot. Und da hinten in der Ecke. Und da hinten in der anderen Ecke. Aber ich möchte jetzt auch mal wieder ein bisschen Gens machen. Die werden da ja weiterhin alle rumrennen. Und jetzt haben sie eventuell auch mein Totem für sich entdeckt. Ist auf manchen Maps, auch so Indoor-Maps, ist das auch richtig stark mit den Totems. Gerade mit dem Exponential- und Schattenschritt zusammen. Der ist jetzt raus. Er lässt ihn liegen. Hat er Mori dabei? Er hat Mori dabei. Ein Demo-Mori. Das heißt auch, dass er jetzt kein Barbecue bekommen würde, aber Tüftler jetzt eventuell. Ich gucke. Er teleportiert sich. Es könnte überall sein. Luft anhalten. Er ist nicht bei mir. Also entweder Doppeltüftler oder gar nicht Tüftler. Gut, jetzt brauchen wir Ruin nämlich auch gar nicht mehr wegnehmen. Ich sehe nicht, wo sie langläuft, sonst würde ich mich mal dazwischen schmeißen. Ich habe ja nun auch gar keine Rettungspunkte bisher oder Anhooks oder Jagdpunkte. Ich wurde irgendwie einmal ganz kurz am Anfang gejagt. Da ist sie. Möchte nicht. Ich fühle mich sehr toxisch, dass ich das mache. Na gut. Dann gucke ich da hinten. Er hat sie. Das heißt, ich gehe hier an den Gen. Er moriert sie auch. Da ist noch ein Totem. Aber es ist auch ein nicht brennendes Totem. Auf ein Demo-Mori hätte ich wohl Bock. Mich dürfte wohl Morin. Das Problem ist, dass er jetzt eventuell den... wie heißt der? Lian finden wird, weil der so offensichtlich auf dem Haken gerade, auf dem Galgen, den Jen gemacht hat. Der wird auch ziemlich weit sein. Und ich habe keine geliehene Zeit und kann ihn dementsprechend nicht retten. Okay, er
Es lagt ihn auch gar nicht. Er möchte wahrscheinlich auch das Mori noch bekommen. Jetzt hat er eventuell Tüftler. Er teleportiert sich noch nicht. Und ich gucke, ob das Totem anfängt zu brennen. Nö. Ich gehe mal hier entlang, weil er hier keine Kratzspuren von mir sieht. Da war er. Und er ist wieder beim Haken. So. Jetzt oder nie. Da ist Ruin. Oder Nöd, je nachdem. Komm. Nein, 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 nein. Nöd. Das ist Nöd. Ich habe ja gesagt, hier könnte noch eins sein. Die Totems sind aber auch echt gut versteckt. Wird schwierig. Vielleicht hat er nochmal einen Entscheidungsschlag. Okay, ich mache Fluchtversuche. Weil er wird jetzt gemorit werden und dann habe ich keine Fluchtversuche mehr übrig. Okay, er hebt ihn auf. Warum? Leon, bitte fahr mich nicht. Achso, du willst ihn hier vor mir morien. Das finde ich nett. Ich wollte auch gemoriert werden eigentlich. Vom Demo-Glöckchen. Aber so sehe ich das auch. Dankeschön, Demo-Glöckchen. Das ist lieb. Cool. Haben wir doch noch einen Mori zu sehen bekommen. Das, die drei Totem-Perks waren... Okay, hilfreich. Vielleicht für das Team. Ich weiß es nicht genau. Die haben sich meistens woanders jagen lassen. Ich war ein bisschen langweilig nur an den Gens unterwegs. Aber ja. Manchmal ist es nun mal so. Ich werde sehr wenig... kooperative Dinger habe ich über hier gemacht. Ein Werkzeugkoffer aufgebraucht. Einen Pip gekriegt. Ach, und 16.000 ist okay. Ja, ist okay. 16.000, ja. Gibt Besseres dabei. Noet, Ruin, brutale Stärke. Ja, auf dem Demo weiß ich nicht, da macht das Schreddern immer so viel Spaß. Ein magentafarbenes Mori und Barbecue hatte er. Add-ons. In der Nähe von Portalen erblindet man für 45 Sekunden. Und Bewegungsgeschwindigkeit, um auf die andere Seite zu gehen, ist erhöht. Und zwei Portale weniger, deswegen hat er sich so wenig geportet. Die haben hier ordentlich mit den Taschen genommen und die wollten unbedingt... Ah, die haben hier... wie heißt es? Frontal. Wollten die richtig abusen. Das geht an dem Gebäude auch richtig gut. Und dann mit Taschenlampen. Eieiei, da gönne ich dem Demo jedes Mori, was er hier gekriegt hat. Ich sage GG. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Bis dann. Ciao.